Hallo aus Bozen. Und hello aus Italy. Ja, es ist eine Menge passiert, seit wir in Berlin waren. Haben lange überlegt, was wir mit unserer Zeit, die jetzt noch überbleibt, so machen und haben uns entschieden, nach NRW zu fahren, also nach Düsseldorf, wo wir herkommen, und ein Auto zu kaufen, weil das die beste oder pandemiefreundlichste Möglichkeit ist, weiterzureisen. Und man muss vielleicht dazu sagen, dass wir die letzten 20 Jahre nicht mehr Auto gefahren sind. Und das eine gewisse Herausforderung war, tauchen kann einpacken. Genau, jetzt haben wir ein Auto und ein Zelt. Soll ich mal rüberschwenken zum Auto? Nee, das machen wir nachher im Blenden Schnitt. wir gleich ein. Machen wir im Schnitt. Und ein Zelt haben wir uns gekauft und uns entschieden, einfach mal aus Deutschland rauszufahren. Man könnte sich nach rechts lehnen, nicht nach links, sondern sieht man zumindest das Zelt. So, VD, ihr schuldet uns ungefähr 100.000 Euro Sponsorengeld. Genau. In NRW haben wir dann mal ganz schnell wieder Autofahren gelernt und genau, gewohnt haben wir dort für ein paar Tage bei unseren Freunden Lilly, Simon und Mathilda. Danke euch nochmal ganz, ganz herzlich für die tolle Zeit bei euch. Es war wunderschön. War schräg, die ganzen Leute nach langer Zeit wiederzusehen. Also Küsse an Düsseldorf. Und dann sind wir von Düsseldorf aus mit dem Auto nach Thüringen gefahren, genauer nach Meckfeld. Das ist ein winzig kleines Dorf. Die Leute streiten sich darüber, ob 27 oder 40 Leute dort wohnen. Und da wohnt unser Freund Martin. Bei dem haben wir das Zelt dann das erste Mal ausprobiert auf seinem Hof. Dafür auch vielen Dank und es war wunderschön bei dir, Martin. Ja, das war sau cool. Wir haben es sehr, sehr genossen. Also man fährt in Meckfeld immer zwei Dörfer weiter, bevor man was machen kann. Also immer zwei. Waren aber auch mal kurz in Weimar, im Bauhausmuseum und so, also und halt immer zwei Dörfer weiter. Schön war es da. Danach sind wir nach München gefahren, genauer zu meinem Bruder und seiner Familie, nach Königswiesen. Gautin-Königswiesen. Ja, und haben da auch eine sehr schöne Zeit verbracht. Es war wunderschön. Vielen Dank dafür. Ja, und haben unsere Nichte Lucia kennengelernt. Das war cool. Und auch da waren wir viel früher als erwartet mal wieder in der Sammlung Goetz im Haus der Kunst. Das war auch schon, kann man übrigens mit Kindern machen, haben wir gemacht, ist gut. Ja, und dann endlich raus aus Deutschland, Guck mal, was ich gefunden habe. nämlich. Oh, ich habe auch eins. Augustina, ihr schuldet uns ungefähr 100.000 Euro an. Prost. Genau. Raus aus Deutschland über den Brenner in Österreich nach Südtirol. Und jetzt sind wir in Bozen. Bozen. Auf einem Campingplatz ein bisschen außerhalb. Wir wissen gar nicht, ob der cool ist oder nicht, weil wir voll gar keine Erfahrung haben. Wir waren bisher immer auf Festivals und so campen. Und als wir wirklich ein Zelturlaub ist echt lange her. Da waren wir Ja, so es, 16. ja. Aber es ist alles sauber, es ist alles ordentlich, es ist alles schön. Und außer einigen Regentagen war auch das Wetter ansehnlich. Ja, es ist super, super schön. Also hier in Bozen sind überall Berge. Also überall Berge. Es gibt viele Berge. man sieht tatsächlich von fast überall die Dolomiten und die sind meinst du die Megaberge. Das ist schon richtig, richtig schön. Und sonst sind hier Burgen, Und Berge. Bäume Und Berge. und Wiesen. Und Berge. Von diesem Campingplatz aus kann man entweder mit dem Bus in die eine Richtung nach Bozen hereinfahren. Das haben wir gemacht. Ist eine schöne, süße Stadt. Super sauber, alt. Ja, Stadt ist vielleicht ein bisschen übertrieben, weil das ist eigentlich eher ein großes Dorf. Ich glaube, man würde das hier Stadt nennen. Dann entschuldige bitte Südtirol, dass ich es Es ist nicht einsehe, das Stadt zu nennen. ja, es ist ganz niedlich. Man kann schön durch die Gegend flanieren und gut essen. Und in die andere Richtung kann man mit dem Bus nach Meran fahren. Das Das ist. ist ein ziemlich idyllisches kleines Dorf. Die nennen das auch Stadt. Auch Stadt, okay. Ich bleib dabei. Ist eine Kur. Gibt es Kurdörfer? Okay, dann ist es eine Kurstadt. Sehr süß. So. Viele Motorradfahrer. Also alles in allem ist Südtirol
mega süß und super, super Heidi. Also, ich glaube, deshalb Almen und Berge. Heidi halt. Man kann es, glaube ich, nicht viel treffender beschreiben. Deswegen waren wir natürlich auch wandern. Das geht super gut über. Wie hieß der eine? Gautschner Pass. Gautschner Promenade, eben, das war direkt aus der Stadt heraus, ganz hoch. Das war super schön und. Da geht man so wunderschöne Weinhänge hoch und alles ist so ein. Es gibt einen Sissy Walk. Der war im Iran. Es gibt keinen Sissy Walk. Und man kann natürlich auch ewig weit hoch auf diese Berge, die überall hinfahren, nämlich mit einer Seilbahn, das haben wir gemacht. Boah, heftig hoch, man merkt voll den Ohrendruck. Und es ist halt nochmal schöner, nochmal mehr Heidi. Berge. Ja, vis-à-vis mit den Dolomiten. Ja, die Leute sind mega freundlich. Es gibt sehr, sehr gutes Essen. Ja. Tiroler Speck. Leckeren Käse. Naja, es ist alles wirklich, wirklich idyllisch hier. Wir sind gespannt, wohin es uns weiter treibt. Ja, so eine ungefähre Ahnung haben wir, weil unsere nächste Station ist Sirmione am Südufer des Gardasees. Genau, da fahren wir Da morgen fahren hin. wir morgen hin. Und ja, werden von dort berichten. Und dann haben wir auch einen Vergleichswert, was Campingplätze angeht. Genau. Bis dahin, schön wieder unterwegs zu sein. Genau. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.